Die Castes! Oh, den Sternen sei Dank. Ich verlor schon alle Hoffnung. Atlas sagte, du brauchst Hilfe. Du verstehst nicht, welche Verantwortung ich trage. Meine Aufgabe ist es, mir Unterhaltung für die Masse auszudenken. Aber meine großen Spektakel scheinen die Menge zu langweilen. Ich kenne einige gute Stücke. Und einige schlechte. Wir brauchen mehr als ein einfaches Stück. Wird die Menge nicht unterhalten, könnte sie anfangen, auf dumme Gedanken zu kommen. Du glaubst, sie werden gewalttätig? Meine Aufgabe ist es, sie zu beschäftigen, damit sie es nicht werden. Wenn deine Darbietungen langweilig sind, musst du dir eben was Neues einfallen lassen. Die Menschen sind primitiv. Ihr Geschmack ist profan. Sie lieben die einfachen Dinge. Blut, Tragödie, Romantik, sowas. Dann gib den Menschen, wonach sie verlangen. Wonach sie verlangen? Ja. Ja, ich höre schon den Applaus. Die legendäre Dicastes Cassandra stellt sich Atlantis besten Kriegern. Du musst am nächsten Ereignis teilnehmen. Klingt nach einem Pankration. Dabei kann ich wohl behilflich sein. Nicht ganz. Aber deine Taten in Elis haben mich inspiriert. Ich weiß, du wirst die Menge großartig unterhalten, wie damals. Wenn uns das gelingt, wird die ganze Stadt über uns sprechen. Ein Versuch ist es wert. Willkommen zu einem weiteren wundersamen Ereignis in unserer geliebten Stadt. Heute Nacht haben wir einen besonderen. Das Spiel von Atlantis ist für eure Unterhaltung. Nun wirklich kein Pankration. Die nächste Herausforderung für unsere Helden wartet. Der ungeschlagene Sieger unserer Stadt. Ohne Mitleid, ohne Gnade. Wird er zum Verhängnis unserer Dicastes? Der Sieger ist geschlagen! Unsere mächtige Dicastes ist die neue Siegerin und die Menge hat gesprochen! Aber wird sie Gnade
zeigen oder Blut vergießen. Wenn du die Menge nicht zufriedenstellst, wird Gardiros wütend sein. Du hast ehrenhaft gekämpft. Ein passendes Ende für ein glorreiches Leben in eurem Dienste. Nun zum großen Finale. Es ist vollbracht. Wir sind am Ende der heutigen Darbietung angelangt. Nun stellt sich der Abschaum unserer Stadt dem Urteil der Dikastät. Bei den Göttern, was soll das? Wir werden Zeugen, wie die Schuldigen und Verdammten zum Wohle der Stadt die Chance auf Wiedergutmachung erhalten. Sie haben die Ehre, durch die Hand unseres Gastes zu sterben. Wenn es Kriminelle sind, dann muss es wohl sein. Lass das Gemetzel beginnen! Welch ein Spektakel! Wunderbar! Die Menge schien sich zu amüsieren. Natürlich tat sie das. Das war eine Darbietung für die Ewigkeit. Wenn diese Art der Unterhaltung den Frieden wahrt, hat sie wohl ihre Berechtigung. Ich weiß, die Spiele erscheinen barbarisch. Aber manchmal müssen wir die Bestien unserem Innern nähren, um sie zu besänftigen. Ich muss mich jetzt auf das nächste Ereignis vorbereiten.